Hallo zusammen. Heute ein eigentlich ganz kleines Thema, aber ich werde so oft dazu gefragt, dass ich gedacht habe, da mache ich jetzt mal ein Video dazu. Es geht um die Frage, wann darf ein Baby, ein Säugling sitzen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ein Kind sitzt dann, wenn es sitzen kann. Aber es gibt jetzt natürlich so ein paar Aspekte, die man da noch getrennt betrachten muss. Also, das eine ist klar, das Kind sollte nie irgendwie zum Sitzen gebracht werden und dann irgendwie mit Kissen so stabilisiert, dass es irgendwie gerade noch so rumlummelt. Das sollte man gar nicht machen. Was überhaupt kein Problem ist, ist, das Kind auf den Schoß zu nehmen, den Rücken des Kindes an der eigenen Brust ein bisschen abstützen und dann kann das Kind da mal 10 Minuten, Viertelstunde sitzen und am Kaffeetisch mit teilhaben. Das ist überhaupt kein Problem. Dennoch, das Wichtigste für einen kleinen Säugling ist freies Liegen, freies Strampeln, weil nur so die Motorik sich richtig gut entfalten kann. Und der Hauptaspekt, um den es mir geht, ist, dass die Natur gar nicht so blöd ist, wie man sagt, sondern dass die meisten Sachen sinnvoll sind. Und der Hauptgrund, warum ein Kind noch liegt, ist, dass es einfach nicht mit zu vielen Sinneseindrücken überfrachtet wird, für die es noch gar nicht geschaffen ist. Also im Prinzip ist es so, das Kind richtet sich dann auf, wenn es auch so weit ist, dass es von der Welt mehr mitkriegen kann, dass mehr Sinneseindrücke auf das Kind einwirken. Und ich sage den Eltern immer, ihr Kind kann noch 90 Jahre sitzen, jetzt müssen sie halt noch 4, 8, 10 Wochen Geduld haben. Das Kind soll noch ein bisschen liegen, soll sich den Himmel angucken, die Augen der Mama oder das Gesicht vom Papa. Und wenn das Kind dann so weit ist, dann richtet sich's auf. Also Fazit. Es gilt einmal mehr, die plumpeste aller Kinderarztweisheiten. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Bis nächste Woche.